So wie immer müssen wir natürlich dann auch auf Schärfste protestieren. Wir müssen jetzt erst um unser Geld betteln und um Essen betteln. Anstatt jetzt ein paar Hochladungen zu machen, als alles andere zu machen. Jetzt ist wieder so kalt, möchten wir uns entschuldigen, dann wird es wohl nicht viele Hochladungen geben. Es gibt riesige Probleme, ne? Was fehlt denn an allem? Weil wir mussten investieren die letzten Monate unwahrscheinlich, damit wir oben bleiben. So, nun müssten wir langsam ein bisschen nachkaufen überall, von der Druckerpatrone alles, ne? So, Drucker müssen wir eigentlich neu haben, ne? Weil der spinnt sowieso ein bisschen. Der andere spinnt auch. Wir haben ja eigentlich schon zwei und ältere, ne? Das muss man da auch dazu sagen. Ja, das stimmt. So, und dann werden wir die Druckerpatrone leer. Das ist schon vorbei. Weil das hat der Gesetzgeber auch nicht vorgesehen, dass es denn gar kein Geld gibt. Da muss man da erstmal was abziehen, ne? Ja. Weil man kann sich so nicht wehren, ne? Man braucht dann Ablichtung, ne? Und auch da hätten wir jetzt doppelte Ausführung haben müssen, doppelte Ablichtung gleich dafür haben müssen. Ja. Das ist ein Ding, dass man das da einfach so fordert, ne? Man weiß doch, dass die schon gar kein Geld haben, die denn so eine Anträge stellen. Ja. Nur darum geht es das denn meistens. Genau. Das finde ich nicht gut, sowas, dass man das denn um Bürger abwählt. Dafür zahlt man genug Steuern. Ja. So nicht sowieso. Ich bin hier bestimmt der größte Steuerzahler, oder nicht? Ja. In ganz Deutschland. Das möchte ich dann auch nochmal der Welt sagen. Nichts anderes. So, man reißt sich hier schön zusammen, ich will hier endlich Erfolge haben. Wie gesagt, Sie können danach hier rumspielen. Oder nicht? So, und Merkel und Gauck, keiner entgeht mir hier. Alle werden so schön weit unten sein und werden das alles schön erleben, was wir hier erleben. Genau. Das werden wir doch alles schön hinkriegen, oder nicht? Ja. Da werden noch ganz andere Interesse dann haben, oder nicht, Nadine? Natürlich. Aber so geht das nur nicht. Sie haben ja selbst erlebt in diesen 7 Monaten, wie wir uns dagegen gewehrt haben. Wie dann die Luft raus war, weil wir einfach zu viel gemacht haben, so einfach. Weil wir übertrieben haben. So, und dann konnten wir uns hinterher sparen bei der Behörde. So, und jetzt sehen Sie uns. Wie gesagt, wir vermuten, dass diese Abmeldung basiert darauf. Na, nun kann man es ja sowieso nachtesten. Erstmal hatte man da eine Immobilie gefunden und konnte uns dann nicht benachrichtigen, wir wollen ja jetzt nicht. Diese Immobilie, die war dann schon als kleines Stoßlästerchen gedacht für Frankfurt. Genau. Ja, vielleicht schon so eine, was weiß ich, so insgesamt, vielleicht Immobilienwert, was weiß ich, für 5 Milliarden, 10 Milliarden Euro. Das reicht ja schon. Das reicht ja Frankfurt. Genau. Jetzt weiß man ja, von wie viel Frankfurt lebt. Und dann störte man uns nur noch. Man immer gehofft hat, man kann es dann trotzdem darüber fahren. Weil wir durften noch kein Geld kriegen. Nee. Und offiziell wird es wahrscheinlich durch sein, dass wir Immobilien haben. So, und dann tut man so, als wenn man unsere E-Mails nicht so hat. Dass man uns ja dann auch informieren kann. Also ich denke manchmal, Liegenschaftsdienst, das war keine Ausrede. Das war von denen, der Lade. Da mussten die hier gleich doof tun. Aber die haben nämlich ihren Schreck gekriegt. Weil sonst hätte auch kein Aktenzeichen. Ja. Sie haben nämlich einen riesen Scheck gekriegt. Weil den haben Geist das Geld, den geht's rund. Ja. Bloß nicht an den Immobilien lassen. Logisch? Logisch. Dann müsste Frankfurt Notbremse ziehen. So, und gleichzeitig wären wir weg gewesen, nicht mehr aufzufinden. Frankfurt hat hier so viel Geld für uns ausgegeben. Dann holen sich doch unsere Immobilien. Und dann wird auch hochgerechnet, was wir denn wirklich verbraucht haben. So, Sie sollten wissen, dass wir noch nicht mal das Minimum gekriegt haben, ne? Weil wir waren doch gar nicht da. Braucht man dann nachher dann noch nicht lügen. Und wir haben auch schon gesagt, also Orden oder irgendwas, das kann man sich alles sparen, ne? Wehe, ne? Ja. Danach, wenn man uns hier erledigt hat, jetzt, wenn wir jetzt in der Wohnung vergiftet sind, erfrieren und verhungern. Nichts anderes ist es mehr. Irgendwann ist Schluss, dann kommt man nicht mehr raus. Wir haben riesigste Probleme. Oder? Wir werden das doch schon gar nicht mehr los. Also wieder super schöne Gifte einsetzen. Ja, also das war ganz, ganz komisch. Jedenfalls, das möchte ich gleich sagen, ne? Also wenn man dann tot ist, dann kriegt man noch riesige Auszeichnungen nachgeschmissen und alles toll, ne? Und dann noch Held der Sowjetunion, dann Held der DDR, ne? Oder wir ja Almosenempfänger der BRD, ne? Die liebsten Almosenempfänger, ne? Also sparen sich das, ne? Da hat ihn weh.
Ja, wir verbieten uns sowas, ich will sowas nicht. Nicht von diesem Land, was uns so betrogen hat. Nicht von diesen Menschen. Wir stellen uns immer so hin, wie sie uns haben wollen, damit sie es auch verstehen. Können Sie nicht vorstellen, dass man ganz und gar anders ist, ne, Nadel? So? Genau. Dass das wirklich Elite war, meine Herren. Totale Elite, und deine auch. Was sind das für Verluste? Nein, das möchte ich auch mal allen anderen sagen, die nicht so für uns sind und so, das nur mal zufällig hören oder so. Was hat diese Welt dadurch für Verluste, indem sie uns hier einfach so umhängen lassen? Was können wir schaffen? Ne? Natürlich auch selbst verdienen, selbstverständlich. Aber was können die nicht schaffen? Wie geht sowas los? Sie haben das ja erlebt in den letzten 6 Monaten. Was haben wir davon Ahnung? So und Kopf, die haben mich bestimmt nicht toll ermitteln lassen oder so, daran zweifle ich. Da habe ich andere Sachen machen müssen, bevor sie Angst haben. Was ich gelernt habe an Geheimdiensten, da wisst ihr. Nichts anderes. Weil alles andere, wir hatten von Anfang an keinerlei Ahnung. Und die Sicherheitsdienste der Welt werden bestimmt auch überlegt haben. Mann, Mann. Für ein paar Dope schaffen sie aber schon ganz schön. Ja, das ist auch. Für ein paar Dope hat man aber ganz schnell erledigt, ne, Nati? Und sie sind immer wieder da. Und was ist in Deutschland überhaupt los? Da lässt man die Bekloppten einfach so rumlaufen. Ja. Ne? Ja. Ja, wir sind hier weiter nur schutzlos. Ja. So, und dann werden wir wieder Falschmeldungen verbreitet haben. Du nochmal extra übers Handy in der Nacht. Ne? Mhm. Oder was weiß ich, in einem Tag am Computer wir beide unter Hypnose oder so. Oder du dann mal wieder und ich wieder in der Abwechslung, so wie sie es brauchen. Es ist schlimm, was man uns hier weiter mit uns macht. Es ist schlimm, wie man uns hier einfach in dieser Wohnung im Stich lässt. Man muss dann einfach keine Geld zahlen. Obwohl wir es noch schriftlich haben. Wie man uns jetzt ganz einfach 14 Tage Hunger lässt. Obwohl jeder unsere E-Mails kennt und jeder hat schon auf unsere E-Mails geantwortet. Das ist auch nur Tricks im Jobcenter, dass der andauernd die Leute wechseln. Ne? Dann muss ich immer wieder von vorne anfangen. Das will man ja. Genau. So, man handelt da jetzt ordentlich und wir kriegen auch alles. Und ich will mir nur immer sehr, sehr viel Geld sehen. Genau. So, man fängt auch an, diese ganzen korrupten Damen, dass da gespendet wird. Und sie fangen jetzt auch an, erstmal 14 Tage hungern und so. Die gehören ja alle erstmal ins Gefängnis und die kommen auch alle ins Gefängnis. Genau. So viele Beziehungen können die gar nicht haben. Ja, das finde ich aber auch so. Da braucht sich keiner Sorgen machen. Alles gleich. Alles Gerechtigkeit, alles Demokratie. Dann habe ich. So möchte man sagen, haben wir da erlebt jetzt, sind gerade über die Zahl gegangen, haben wir da überlegt, machen keinen Platz, die Leute. Ist das wohl auf dem ganzen Geld so, das ist nur der dumme Deutsche. Wir haben nur gedacht, ich die Stasi. Also machen wir keinen Platz, dann Bruder, ist das nicht normal, ne? Genau. Unglaublich. Ja, das ist es. Das bildet man sich hier an, ne? Danke für die Aufmerksamkeit. Ach so, aber Ausländer und so, die reagieren dann schon gar nicht mehr. Die drängen mich dann schon immer total an der Seite. Ne? Das muss man auch mal sagen. Man braucht nicht umsonst Deutschland, das ist ein Ellbogen. Ja, ja, ja. Deutsche haben hier Vorfahrt. Haben wir gerade wieder erlebt, ne? Die Natürlichkeit aufgeklärt hat und gerade plötzlich total an der Seite lang, ne? Ja, Deutsche kommen ja. Ja. Das ist das Schlimme hier. Danke für die Aufmerksamkeit.